Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Es kommt nicht darauf an, was Menschen sagen, sondern was Gott meint zu deiner Situation. Ein wunderbares Beispiel möchte ich euch vorlesen. Da schreibt jemand: Ich möchte euch mitteilen, dass meine Schwiegertochter im 3. Monat schwanger ist und eure Gebete erhört worden sind. Vor 2 Jahren hatte ich um Gebet gebeten, da man ihr ärztlich mitgeteilt hatte, dass sie niemals eine Familie gründen könnte. Setze dein Vertrauen auf Jesus, egal wie deine Situation aussieht und egal, was Menschen sagen. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Wir machen weiter im Psalm 23, auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen. Wir beten gerne für dich. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr auf gebet@missionswerk.de oder im Chat. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Was für eine Zusage. Ich denke, viele, die jetzt zuschauen, sagen, ja, das dunkle Tal passt. Ich gehe da durch, schon Jahre, schon Jahrzehnte, und für lauter dunkle Täler siehst du nur noch dunkel. Wir kennen Situationen, wenn wir zum Beispiel im Herbst im Wald sind, es ist dunkel, es raschelt irgendwo, wir haben Angst. Und im Dunkeln hat man schnell Angst, weil man nicht sieht, was da irgendwo los ist. Will da jemand einem etwas Böses? Und hier heißt es, fürchte ich kein Unglück. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, sagt David, denn du, Herr, bist bei mir. Wenn Gott mit dir ist, er ist auch in den dunklen Tälern mit dir. Es heißt ja nicht, für Christen gibt es keine dunklen Täler, für Christen gibt es keine Probleme, bete nur und du hast alles freie Fahrt. Nein, das heißt nirgends in der Bibel. Es heißt aber, dass Gott mit uns ist. Es heißt auch nicht in der Bibel, dass manches einfach ist oder vieles einfach ist oder alles einfach ist. Nein. Aber Gott ist mit dir. Und das ist was Wunderbares. Er ist mit dir. Er ist bei mir. Und das in jeder Situation. Nur ist es wichtig, auch zu wissen, es ist ein Leben mit Jesus nicht nur im dunklen Tal, wo er mit uns ist, sondern er führt uns auch da raus. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, dass wir, wenn wir im Tal sind, auch wissen, es gibt wieder Höhen. Und Herr, lass uns wirklich auch nicht im Tal festhalten und in der Trübsal blasen, in all der Dunkelheit und klagen und jammern. Und nein, Herr, danke, lass uns freuen, Herr, wenn wir im Tal sind, lass uns darauf freuen, dass es wieder rausgeht mit dir, dass wir auf die Höhen kommen, dass wir ins Licht kommen, an die Sonne des Lebens. Danke, Herr. Amen. Viele Menschen schreiben uns ihre Nöte und Sorgen und wir beten auch gerne. Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns auch. Da schreibt jemand: Ich bitte um Gebet für die stechenden Schmerzen im Unterleib links und ich bitte um Gebet für meinen Sohn, dass seine Zukunft gut wird. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese beiden Personen kennst. Und ich danke dir, dass du in ihr Leben eingreifst. Ich danke dir, dass du diese Schmerzen wegnimmst und diesen Unterleib heilst. Danke, Jesus, dass da völlige Ordnung, göttliche Schöpfungsordnung hineinkommt und dass alles, was nicht hingehört, austrocknet, jede Zelle. Danke, Jesus, dass dieser Unterleib geheilt ist und dass auch der Sohn eine wunderbare Perspektive hat für seine Zukunft. Danke, Jesus, dass du ihn führst und leitest, dass du mit ihm bist, dass dein Segen mit ihm ist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihre Bekannte um Gebet. Hallo, ich habe eine gute Bekannte, die aufgrund von Diabetes Bakterien in ihren Beinen hat. Sie ist im Krankenhaus. Es werden Infusionen gegeben und die Beine werden täglich neu verbunden unter schlimmen Schmerzen. Sie ist 47 Jahre alt und leidet schwer darunter. Bitte betet für sie.
Jesus, und ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst und dass du diese Not kennst, diese Schmerzen und diesen Diabetes. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass du der Heilende bist, dass du diese Diabetes wegnehmen kannst, dass sie entmachtet ist und keinen Schaden mehr anrichten kann in diesem Körper. Und ich danke dir, dass du diese Beine berührst, dass diese Schmerzen weggehen, auch diese Nervenschmerzen und das, was da das auslöst. Danke, Jesus, dass du der Heiler bist und dass diese Bakterien wirkungslos sind. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Schick uns dein Anliegen, wenn du Nöte hast. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Per E-Mail erhielten wir folgendes Gebetsanliegen: Säure im ganzen Kiefer, Verdacht auf Speicheldrüsen- und Lymphdrüsenerkrankung, Sucht, Nikotin, heftige Anfechtungen, bitte um Heilung, liebe Grüße. Wow, das ist eine Ansage, aber da ist auch unser Gott mächtig. Herr, ich danke dir dafür, oh Herr, dass sich dieser Verdacht nicht bewahrheitet. Ich danke dir dafür, Herr, aber Herr, dass das Übel auch in der Wurzel gepackt wird, Herr. Danke, dass diese Nikotinsucht weicht. Herr, danke, dass du dieser Person auch die Kraft gibst, zu widerstehen, dieser Sucht zu widerstehen und sie nicht einfach nur wartet, bis alles gut wird, sondern auch wirklich eine Initiative, eine Entscheidung trifft. Nein, ich will nicht mehr. Und ich danke dir, Herr, dass du diese Entscheidung unterstützt und dass du Wunder tust. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du so wie eine Art Belohnung, Herr, auch wunderbar, auch Herr, Heiler bist von all dem, was zerstört ist, Herr. Ich danke dir dafür, dass du es wiederherstellst. Danke, Herr. Amen. Amen. Ein Mann hat ein Gebetsanliegen für seine Schwester. Liebe Geschwister, bitte betet für meine Schwester. Sie hat 2 kleine Kinder, 5 und 8 Jahre alt, und wurde von ihrem Mann verlassen. Sie hat eine chronische Erkrankung. Sie muss jetzt arbeiten und es fällt ihr alles schwer. Vielen Dank. Ja, danke, Herr. Komme in diese Familie hinein mit den wunderbaren Kindern und hilf auch der Mutter, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, in den Tagen, wo sie kein Aus noch einsieht, Herr, in den Tagen, wo sie keine Zukunft sieht und alles so schwer ist, und danke, Herr. Herr, Herr, sei du da wirklich der Mittelpunkt. Und danke, Herr, auch Herr, für diese chronische Krankheit, Herr, dass wir dieses Chronische durchbrechen. In deinem Namen, Jesu, in deiner Kraft, Herr. Herr, dass die Krankheit ausheilt und vorbei ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Menschen erleben Gott. Und eine Frau hatte Probleme beim Sprechen und Singen. Und sie schreibt: Im Online-Gottesdienst für Zofingen sprach Daniel davon, er habe den Eindruck, dass jemand Probleme an der Gurgel hatte. Das war auf jeden Fall ich. Ich hatte seit 1,5 Jahren Probleme beim Sprechen und Singen. Ich muss viel sprechen im Beruf. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Dafür bin ich sehr dankbar. Was für eine Freude, wenn man wieder gut sprechen und singen kann. Und Gott hat diese große Not dieser Frau gesehen und sie berichtet: Danke für euer Gebet. Jesus sagte, und ehe sie riefen, antwortete ich: Meine gestern so hasserfüllte Mutter hat sich heute unter Tränen bei mir entschuldigt. Der Herr hat meine Not gesehen und mächtig eingegriffen. Ich kann Jesus nur loben und preisen. Ihm geben wir alle Ehre. Gott erhört Gebet, auch wenn wir fürbittend eintreten für jemand, so wie diese Frau es getan hat. Ich möchte euch von einer Gebetserhörung bei meiner Freundin und ihrem Enkel berichten. Ihr habt für sie beide gebetet. Dem Jungen geht es nach der Herz-OP, er hat eine neue Herzklappe bekommen, so sehr gut. Ihr habt auch für den gebrochenen Lendenwirbel meiner Freundin gebetet. Sie wurde nicht operiert und seit ungefähr 6 Wochen braucht sie keine Schmerztabletten mehr. Danke für eure Gebete.
Auch die Gebetsanliegen für mich habt ihr unterstützt. Von ganzem Herzen danke. Fast alle Ergebnisse der Untersuchungen seit September waren gut. Danke für die mutmachenden Briefe, für die wegweisenden Botschaften im Magazin und Internet. Und wenn du unser Magazin noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun. Lass es uns wissen, schreibe uns oder rufe an. Ist das nicht wunderbar? Das eine Zeugnis mit der hasserfüllten Mutter. Ich kann mir das vorstellen, dass da die Leute drumherum gesagt haben, das wird nie gut, die hat so Hass und die ist halt so und so weiter. Dass da Gott eingreift und das gut wird, sowas begeistert mich. Glaube auch in deiner Situation dran, dass Gott dir hilft. Auch in solchen Situationen, was heißt, ach, der schon 40 Jahre nur Rambazamba. Gott kann die Veränderung schaffen, ja. Glaube dran. Ja, hast doch du was erlebt? Lass es uns wissen, die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Nun, zum Abschluss der Tipp des Tages. Bist du gerade in einem Tal? Ich fühle, wie so manche sagen, ja. Ich sag dir, setze dich dort nicht fest. Bau dir dort keine Wohnung. Bau dir dort nicht die Gewohnheiten, sondern freu dich. Es geht wieder raus. Freu dich schon, bis du wieder Licht und Sonne siehst und danke jetzt schon Gott dafür. Gerne kannst du uns weiter deine Anliegen schicken. Wir beten gerne, auch für alle, die wir hier nicht vorlesen können. Und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ja, noch ein paar Tage und dann findet das Ehe-Webinar statt. Ein Webinar ist wie ein Seminar, ist ähnlich wie eine Zoom-Konferenz, aber beim Webinar sieht man immer, also sieht man nicht die anderen. Und das ist für ein Eheseminar sehr, sehr gut. Ich möchte dich einladen. Bist du wirklich vielleicht vor einer Hochzeit oder schon lange verheiratet? Geht die Ehe gut? Ist es richtig? Geht die Ehe schlecht? Ist es richtig? Ist dein Partner vielleicht ungläubig und du sagst, ach ja, das funktioniert nicht? Lade ihn ein. Seid mit zu zweit mit dabei. Es wird eine wunderbare Sache werden. Wir zeigen euch jetzt gleich einen Film. Und bevor dieser Film läuft über dieses Eheseminar, möchten wir uns von euch verabschieden. So super, dass ihr dabei seid. Seid gesegnet. Alles Gute und Gottes Segen. Hallo, wir sind Dirk und Christine Schröder und wir sind seit über 30 Jahren miteinander verheiratet. Und wir haben drei ganz tolle erwachsene Kinder. Und seit sehr vielen Jahren machen wir Eheseminare Deutschland, Schweiz, Österreich, Ehe-Segelturns, Ehe-Coachings und wir lieben das. An die Seite zu kommen von Paaren, sie zu entwickeln, sie zu fördern. Mit so wenig kannst du so viel erreichen. Und wir lieben Ehe und wir sind total begeistert von Ehe, weil man in Ehe zum Beispiel Freundschaft und Abenteuer erleben kann. Und vor allen Dingen, weil man auch zusammen ganz viel Spaß haben kann. Ja, und stell dir vor, eure Ehefreundschaft, euer Eheleben blüht wieder richtig auf. Du bist begeistert, du strahlst, es sprühen Funken, die Chemie stimmt, es ist Leidenschaft, Sehnsucht da. Und das Umfeld sagt, wow, was für ein tolles Pärchen. Die Kinder sind so begeistert, dass sie sagen, so eine Ehe möchte ich auch mal führen. Dass du neben der Frau aufwachst, die du durch und durch liebst und mit der du ewig zusammenbleiben möchtest. Ich meine, was für ein heißes, attraktives Ziel. Aber bei einigen ist der Funke erkaltet oder sie haben ihn sogar verloren. Was dann? Was tun? Ja, wir selbst sind auch vor ein paar Jahren an Wachstumsgrenzen gestoßen und das hat uns ganz schön ernüchtert. Aber wir haben dann gesagt, nein, wir wollen an diesem Punkt nicht stehen bleiben und wir haben uns auf den Weg gemacht und diese Grenzen wirklich aktiv gestaltet und geguckt, was kann man denn da eigentlich machen, dass wir wieder aus dieser Ernüchterung in dieses Feuer, in diese Leidenschaft, in dieses Miteinander wirklich wieder hineinkommen. Und heute können wir uns kaum noch an diese Zeit erinnern. Also wirklich, ne? Eigentlich ist es wie vorbei und das kannst du auch erleben. Zum Glück haben wir uns diesen Prozessen gestellt. Jetzt sagst du vielleicht, ach, uns geht's doch gut, wozu brauchen wir so ein Eheseminar? Also unsere Überzeugung ist, besser geht immer. Luft nach oben, wir lieben es, uns zu entwickeln.
damit auch ja nicht die Füße einschlafen oder irgendwas erkaltet. Wir haben so viele Ehebücher, Seminare gemacht, wo uns die Füße eingeschlafen sind, also wirklich, wo wir uns gelangweilt haben. Hier wird es ziemlich heiß und sehr persönlich. Könnt ihr euch darauf freuen? Genau, und das erwartet euch auch. Viele persönliche Beispiele von uns. Wir werden auch von dieser Wachstumszeit erzählen, sehr offen und sehr ehrlich. Das darfst du dir nicht entgehen lassen. Da musst du wirklich unbedingt dabei sein. So eine spannende Reise. Wir sehen euch da. Bis dann. Ciao, ciao. Und hier ist übrigens noch der Link oder auch hier unten, wo ihr euch anmelden könnt für unser Online-Seminar. Und dort bekommt ihr auch noch weitere Informationen. Wir freuen uns auf euch. Sowas von. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.